Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade Folge 40. Wer das Let's Play sich komplett angeguckt hat bis Folge 37, der weiß wahrscheinlich besser als ich, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe nämlich danach offline viel noch gespielt, aber nichts in der Hauptstory. Ich habe jetzt auch hier die ganzen DLC-Sachen an. Ich habe auch schon das Schiff geupgradet. Und jetzt geht's endlich weiter mit der Hauptstory. Ich habe den Turbo-Modus und dann geht's hier jetzt ab. Mir wurde gesagt, da kommt nicht mehr viel. Bugfix, kann sein. Zum Ursprung aufbrechen? Ja. Wie ist der Tonskoppel? Scorpio? Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, das Game mal wieder komplett durchzuspielen. Kraftfeldgenerator. Okay. Mist, ich hätte mir meine Erfahrungen. Ich hoffe, da kommt noch ein Rastpunkt, weil ich würde gerne nochmal. Kann ich von hier aus wegporten? Weil das würde ich dann noch tatsächlich machen. Kann ich. Nein, falsch, weil. Weil hier in der Kantine, hier gibt es plus 40 Erfahrung. Find's wieder lustig, ja, Scorpio finde ich witzig. Hier gibt es einen Bugfix. Ein Essensbonus von 40% Erfahrungspunkte. Den nehme ich natürlich mit. Und dann geht's weiter in der Story. Es wird übrigens auch eine lange Folge. Für alle, die es auf YouTube sehen, die wissen es wahrscheinlich eher als ich, weil da steht ja die Zeit dran, lol. Lel. Hier, 40. Oh. Prozent. Das schmeckt. Das schmeckt. Und jetzt geht's ab in den Ursprung. Meine Klassen und Charaktere sind auch alle gerade wild durchgemischt. Ich habe irgendwie noch keine Zeit und Geduld gehabt und vor allen Dingen viel mehr tausend Sachen, um die perfekt auszustaffieren. Deswegen scheiße ich einfach drauf und gehe hier rein. Ich bin immer noch 12 Level über die Dänen. Das sollte wohl machbar sein. Jetzt das Evering in der Mitte der Map taucht der Ursprung auf. Stimmt. Das wär's doch. What the spot were those things? They fall apart the moment we take them down. The black fog is gone too. They're not mechanical, but neither are they biological. Something wrong, Mia. As they fell, I could feel it. A vague
vague whiff of Mobius coming off them. Those things. What's that mean? Thanks for the look. I'm not sure. Mia, didn't you say before? Yeah. Are you trying to say those things might be Mobius as well? But they don't even look human. I think the shape might not matter so much. Huh? I think I'm starting to get the picture. I feel like I know what Mobius is. Endlich wieder Cutscenes, Leute. Wir haben es so vermisst. You who wield the sword of the end. The endless now is under threat of being cut short. Could you do it, I wonder? Could you slay the ones who advance relentlessly toward despair? You do, after all, desire eternity above all others. Now, take it in your hand. For the endless now, for that which you so desire. Hatten wir eigentlich zu Beginn des Let's Plays schon... Hatten wir zu Beginn des Let's Plays eigentlich schon den Greenscreen? Das würde mich mal interessieren. Verstärke 1, oberes Tor. Muss ich gegen die kämpfen? Ja. Weißt du, was frech ist, Goppel? Beli hat schon wieder Ferien. Oder immer noch. Hatte den Greenskin schon seit Folge 1. Ach krass, so lange habe ich den schon, muss ich mir überlegen. Mir kommt es natürlich so vor, als hätte ich den noch nicht so lang. Ich weiß auch nicht, wer der das macht. Ach man, ich muss gegen alles kämpfen. I
Ach, was würde ich dir jetzt aber nicht unterstellen? Tja, will ich da runter oder will ich erst da oben? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will erst da hoch. Da oben lang. Oder ist da einfach nur eine zu Tür? Ah, da ist auf jeden Fall eine Truhe. Die will ich doch. Doch, doch, so einer ist er. Was gibt's hier? Nur Steinchen. Nicht ins Stream kommt. Ja, allgemein, ne? So, also aktuell. Die, die sonst immer dabei waren, die sind nicht mehr so dabei, ne? Habe ich so das Gefühl. Die, die sonst so am Start sind, sind nicht mehr am Start irgendwie. Ne? Ich will am Sonntag auf jeden Fall wieder mal Mario Kart spielen, Skoppel. Bist du dabei am Sonntag? So, ab 11, 12 Uhr. Rotato nicht so sehr. Ach komm, das habe ich ja auch nicht so lange gespielt. Spiele ich erst seit 2 Tagen. Also, das wäre übertrieben. Die waren auch immer dabei bei Sachen, die sie nicht mögen. Wie Fall Guys zum Beispiel. Nee, das glaube ich nicht, dass es am Spiel liegt. Also am Spiel liegt es auf jeden Fall nicht. Das würde mich schon arg wundern. Höchstwahrscheinlich bist du dabei. Sehr gut. El Fokuk. Ich liebe es, wenn es so verwinkelt ist. Gibt nichts Besseres, als wenn es verwinkelt ist. Aber ich glaube, da muss ich lang. Richtig schön. Oh, Level 66, die nehme ich. Komm dran. Winkeloo. Z
Zauberforst-Zanko. Die zaubern. Ja, schau mir. Ja moin, alle tot. Ich auch tot. Als ob, ich bin 10 Level über den. Irgendwas ist ganz cursed hier aktuell. Keine Fans mehr. Kann sein. Ich bin 10 Level über denen. Ja, ich bin aktuell nicht perfekt ausgerüstet, weil ich Sachen ausprobiere, aber... Das ist auch dumm, ne? Der ist auf der anderen Seite der Tür, hört nicht auf. Noch mehr Geschners. Oh Mann, da war eine Box. Scheint nicht aktiv zu sein. Oh, Rang hoch. Sehr gut. Klassenpunkte Boost hätte ich auch holen können. Naja. Naja. Das war falsch. Thank you.
Hä, wo ist der letzte? Wieder Gegners. Wieder verkackt. Weiß immer noch nicht, was sie sagt. Und das hat sich ja wieder gelohnt. Na, den schaffe ich. Bevor schaffe ich. Na, weiß ja nicht, ob ich den schaffe. Ich gehe. Aber das waren drei, ne? Das ist jetzt nur einer. Ich versuch's. Auf einer Leiter ist man sofort weg. Auch gut zu wissen. Amael der Pirscher. Ich habe noch keine Ahnung, was das sagt. Ja. Girl with the Gun, haben wir ja gedacht. Keine Ahnung. Alter, wie viel Schaden will der noch machen?
Schön mit der Angriffskette finishen. Wo ist eigentlich mein Held? Sehe ich jetzt erst. Wieso habe ich keinen Held hier? Geil. Ah, übel scheiße. Ah, wo ist eigentlich mein Held? Muss ich gleich auf jeden Fall mal gucken. Wird nur noch der regeneriert, das ist auch so schwach. Hat nicht so eine schlechte Angriffsserie gehabt, der 1,5 Millionen, das ist so scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn schaffe, ehrlich gesagt. Aber geschafft. Cool, cool. Ah, trotzdem lächerlich, obwohl ich 10 Level höher bin, ne? The fast way. Spotted. Let's go.
Der geht jetzt. Okay, komme ich durch. You didn't charge off on your own. This is our first time here, isn't it? Feronis Fabrik, aha. Oh, da ist eine Box. Box immer gut. Up. Whoa, got a rare dude all right here. I hope we can make use of this. Guys, get ready to fight. Oh man. No more running.
Südtor. Öffnen. Alter, wie groß ist das Ding hier? Ah ja, stimmt, was mit meinem Helden? Kann ich hier gerade keinen Helden nehmen, oder wie? Doch. Ich konnte nur Gondor nicht nehmen. Bolino ist auch scheiße als Held. 76. Oder die. Die ist besser. Die gibt mir nämlich safe Juni wieder in der Angriffskette. Seht ihr später. Das ist echt wichtig. Das ist ein cooles Gimmick. Sowas hätten die ruhig öfter mal benutzen können. Sowas. Tyrannenring. Klingt gut. Andere Richtung. Ah. Ah, Fabrikkontrollraum, Rainer. Ja, bitte. We could do with some food. Juwelen kann ich wahrscheinlich nicht schmieden, ne? Da müsste ich eigentlich auch mal auf Farming-Suche gehen. So langsam, aber sicher. Man kann sich mit 99 Goldenen auch einen machen, aber das halt einen. Aber man braucht auch nicht alle, ne? Man braucht halt echt nur die guten. Weil Farm kann's ja fast vergessen. Ist ja viel zu viel. Guys, get ready to fight. Da rein und da geht's auch noch. Weiter. Ich erstmal hier rein. Mhm. Oha, das war ein Fetter. Alter Schwede. Den will ich mal angreifen. Und das Fledermäuschen auf 65 werde ich ja wohl schaffen, oder?
Den werde ich ja wohl schaffen. Ich glaube, Juni stirbt. Ich glaube, hier ist gerade jemand zwischendurch ein Level abgekommen. Cool. Ah, scheiße. Ah, Juni ist gerade gestorben. Was? Das ist scheiße. Mann, ist das nervig, ja. Es war so klar, dass sie den reaktivieren. Ne? Ciao. Paul, jetzt heil die mal. Scheiße, war das schlecht. Wonder what's inside. Whoa, got a rare dude all right here. Shall we deal with this?
will gegen diesen Fetten da kämpfen. Ich würde da gerne mal wieder ein Gold der Pommense holen, kriegen, aber okay. Da gibt bestimmt was Gutes. Und wenn nichts Gutes gibt, dann wenigstens viel Erfahrung. Oh, das war ein Dicker. Direkt der nächste hinterher. Tausend gibt er. Ich ob sich das gelohnt hat. Ich habe ein Item. Ich habe ein Item, das erhöht das die Technik. Bei Technik-Einsatz steigt die Kettenleiste.
Das ist halt auch geil. Ach ja. Und was mir aktuell nichts bringt, ist mit dem Bild das Unendlichkeitsschwert leider. Alter, wie riesig ist das Ding? Was ist das für ein Riesenteil? Alter Schwede. Fahrstuhl. Abfahrt. Sieht da aus wie in der Matrix hier. Das ist immer so ein Vetter. Ein fetter Vetter. Ups. Ist das like a rare thing? Die machen wir weg. Scheiße. Oh jo, Juni vor Tod. Das war mal ein krasser One-Hit. Guck, wie viel er gibt jetzt hier. 2.500, gar nicht schlecht. Gleich intervenieren. Hau rein, später das Kabel. Jetzt, wo es abgeht. Jetzt geht's endlich ab. Ich sag es euch. Schön im Schwimmoutfit zum Boss. Da sehe ich mich. Over there. That's our queen, Melia. That's vile. How could they do this to her? With all we've seen of Mobius, I'd put nothing past them. We have to release her.
Yeah. Took you long enough. Hallo. Hallo, Manni. It's Ed. Bist du schon zu Hause? Unwell, like me, when you had us locked up. Got my just desserts. Well, don't you look smug with my woman on your arm, Noah. Does this face really look smug to you? What else would you call it, huh? N. Poor Claude. You don't understand anything. You cannot have the Queen. She is the fulcrum of origin itself. By my very existence, I will keep her from you. Well, that's not gonna happen. Our schedule's tight enough as is. And also, this is our Queen you're talking about. So get ready for a right royal thrashing. You're effectively a part of Noah himself. We'd really rather not hurt you. But we will if we have to. Because if you get in our way, then Mobius or not, we're throwing out all the stops and then some! Don't fool yourselves. Willpower alone won't change the world. We'll prove you wrong. Soweit ich weiß, ist der jetzt Level 70, glaube ich. Könnte ein enger Kampf werden. Danke für den Lurk. Grief. Grief. We came here for you, to honor M's wishes, and to rescue you from your sorrow. To rescue me? What meaning does that tripe hold for me? Now that all is past, why should it matter? If you don't know, then let me teach you. I'll drag you with me, deep into the void, to the depths of despair. Der Juni fast direkt tot. Juni ist tot. Sehe schwarz. Macht er da? Oh, tot. Mio tot. Ashara tot. Tyron, kannst du mal heilen? Am besten Mio. Wieder tot. Alle tot. Alle tot. Oh,
Jo, auch tot. Die haben mich einfach one-hitted. Was ist das denn? Die einfach alle one-hitted. Wenn ich jetzt eine gute Angriffsserie rausbekommen, könnte das schon gewesen sein. Aber brauche ich eine perfekte. Das. Nein, ich hätte Ashera erst nehmen sollen. Scheiße. Könnte sein, dass es verkackt ist. Dachte, du bist durch. Nee, noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Ja, Mann. Scheiße. Wow. Vielleicht, dass es so viel Schaden macht. Es dürfte tot sein. Ja.
1000er Damage Boost. Again, why did you do it? Tell me, how could you murder the city's people? Just think, they were the lives of your own kin. My own kin? You're wrong. They were nothing but mere chaff. Spreu. What? They were superfluous for us Mobius living in the now. Furthermore, all those lives wouldn't have existed without me. As their original creator, I held dominion over their lives and deaths. Listen to yourself. Tell me, what about M then? What about the love Mio had for them? Mio? 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 You're the one who couldn't protect her. In the end, you were powerless. And now she's gone. How could you? Answer me! You really don't know. Don't you understand anything? I don't get it. Why, N? Why do you keep punishing yourself like this? You took the wrong path. And then you had to walk it alone. You just messed up. You messed up royally. Regret owns you. What do you know? If only I'd made the right choice. If what happened hadn't. Clinging to the past, obsessively. You just had to keep walking that path. What you've become is regret itself. Really? And what does that make you then? I am. All of us. We're hope. Their hope, he says. What lofty heights of arrogance. Like some self-proclaimed savior. Not at all. They're the words of the one you held most dear. That's her. Inside there. She felt regret. Just like you did. And yet, she had hopes for the future. That's why she left everything to Mio. This hope of yours. How can there be anything like it? In this world, there is nothing but the void. Peer now into it and watch your precious hope crumble to nothing! I'm trying to tell you! That's just the sadness speaking through you! Nochmal gegen ihn kämpfen. Ah, ich bin tot.
Scheiße. Oh, hier eine richtig krasse Angriffskette. Mache ich eigentlich mehr Schaden, weil der jetzt da die ganze Zeit am Fliegen ist? Das wäre krass. Was? Nein! Ich glaube, ich habe es verkackt. Oder vielleicht auch eben nicht verkackt. Das ist gut. Alter, nochmal! Das ist ja crazy. Das war ja mal übel lucky. Oha. Aber Tyre und Dot. Das ist ganz schlecht. Ich muss machen.
Babam. Der Angriff ist so stark von Juni. So nice. Drei Millionen, so ist gut. Aber jetzt aber. I want to be with you forever. Those words back then were the truth. It's what she really wished for. Yes, that's right. I wasn't mistaken. When I tried to give her eternity, that was the correct choice. And you ruined it! Because you've changed! You still don't understand. You were together so long. How can you not get it? She wanted you to go back. Back to the name Noah. She wanted you to call her by the name Mio. Why? Why are you the ones who get to stand there together in this world, edge to bleeding edge filled with sorrow? Perhaps we just got lucky. Got lucky? Trace it to chance encounters. I've met so many people. Lance, Yuni, Tion, Senna, Riku and Manana. My friends have been invaluable. And of course, I met Mio too. There's a very small difference between you and me. If I had been in your shoes, I'm sure I would have chosen the same. You would you? Yeah. But not anymore. Mio and my friends. And not just them. But the other Mio. And the other me. Every person I have met has shaped me and changed who I am. Thanks to them, I can choose the future. Even if you do succeed at returning the world to its original form, there's no guarantee you'll live long enough to enjoy it. What about that? Do you still intend to persist regardless? Yeah, we will. We'll fight our way out of these 10 years. That's all. En, you were just like us once. An Ouroboros, fighting for the future. But one day, you gave up on it. And made the choice to protect the now. But you know, that's okay too. To protect and to endure. They're shapes a wish can take. And I knew exactly what that meant. Mio.
Won't you come with us? You could try to move forwards again. After so long, it's what you both wanted, right? Well then, easy choice. Geht jetzt ab? What in the... He vanished. What exactly does this mean? Noah? Is he dead or what? No. He's fine. Fine in what sense? For now, let's do what we came for. Dream. A very, very long dream. In my dream, youths were fighting. And as many times as they fell, they always got back up again. A dream of young people simply trying to survive. Majesty. Noah, correct? I've been watching you all this time through the eyes of my simulacrum. Well done making it here. The Queen of Agnes is already free. Now you are too. Now, that leaves only him. You mean... Zed? Yes. About Zed. He is not a person, but a concept. Concept? Everyone can feel uncertain. Frightened. These feelings, coagulated, and then given a human form, or Zed. Unlike those people who are granted a Mobius body, he is a true Mobius. Sounds ominous. So he's not even an individual? He is, and he isn't. There is some Mobius within you, too. But perhaps you've realized that. Your Ionios lies in frozen time, born from the Mobius wish that chose the endless now. So then, both us and the world. Everything that exists, it's all false. Everything that exists is reality. Present lives. And future ones. Mobius aside, the wills of countless people persist inside of Origin. The sword of the end you carry, and Ouroboros. They take their shape from these thoughts. Protect the now, or carve a path to the future, the wielder decides. The future is undeniable,
but you must realize your own. I've seen what you've done. You can do this too. Very well. There remains but one more thing I have to say to you. Noah. Mio. Lance. Senna. Tyon. Uni. This world is yours. Further below this point lies the nucleus of origin. You will find Zed there. I shall return to the castle and free the soldiers from the Flame Clock's bondage. Otherwise, their lives will only feed Zed's power. Nice thinking, Your Majesty. Counting on you. Oh, will you need an escort? I would think not. Might you have forgotten who I am? What? Die kann ich teleportieren? Wow, awesome. All right. This will be the last battle. We're all gonna make it through this. I promise. Yeah. This new world sounds like a blast. There's no way we can lose. We're strong now. Just look how far we've come together. The world is in our hands. Right. Let's grab it and hold tight. Goal is ultimately defense. Only destroy weapons on the outer rim. Noah and the others are heading for the core. Leave the middle intact. Screw that up, and we can't restore the world, right? Roger, we'll cut. Zehntausend. Hat das gegeben. Okay, hier machen wir Ende, weil beim nächsten Mal erreichen den Kern des Ursprungs. Beim nächsten Mal werde ich in der ganzen Folge nur Z besiegen. Als letzte Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.